Ja, hier Leute, ich bin's mal wieder, euer Infuscope hier am Start und zwar heute mit der ersten Folge meiner neuen Serie Let's Play FIFA 14 Co-op Seasons Rage to Division 1 und da es eine Co-op Serie ist, kann ich die ja schlecht alleine machen und deshalb habe ich einen Gast hier, der sich am besten mal kurz selber vorstellt. Ja, servus Leute, hier ist der Fizzle oder auch bekannt als Tophead aus dem Livestream. Vielleicht einige schon zugeschaut haben von euch. Und ja, nach ein paar Problemen versuchen wir es jetzt zum dritten Mal hier. Vielleicht klappt es ja jetzt. Ja, weil in den letzten beiden Spielen, also wir hatten gerade schon einen Aufnahmeversuch und hat nicht geklappt, weil der liebe Top hat nie in meinem Team irgendwie war bei Co-op Seasons. Keine Ahnung wieso. Ja. Komisch, komisch, ne? Und deshalb haben wir jetzt schon zwei Niederlagen. Fängt natürlich wieder perfekt an und im Hintergrund seht ihr, wir spielen mit dem FC Barcelona und hoffen dann mal auf einen Sieg, beziehungsweise dass es jetzt mal überhaupt klappt. Und jetzt suche ich immer noch nach einem Gegner mit eher ähnlichen Sternewertungen und Liga. Ja, ich bin mal jetzt echt gespannt, ob ich jetzt wieder in einem anderen Team bin oder mich einfach wieder nicht bewegen kann. Und einen Gegner gefunden. Stimmt, beim ersten Versuch warst du da wirklich beim Gegnerteam, konntest du nur gegnerische Mannschaft steuern? Jetzt höre ich dich schon wieder doppelt. Na super. Spielst du denn gerade einen Barca-Spieler? Ich weiß doch mal nicht so rum hier, Leute. Eieieiei. Oh, es funktioniert! Jawohl! Endlich! Gut, bis auf die Scheiße, dass ich dich halt doppelt höre, aber egal. Ne? Aber das... Du bist blau, ne? Ah, sorry. Ich bin blau, ja. Ah, wir spielen jetzt gegen Bayern. Da ist schon der erste gefährliche Angriff. Weg damit. So. Kannst du mich nicht irgendwie da stumm stellen, dass du mich nur über Skype hörst? Ja, keine Ahnung. Die Probleme hatten wir ja vorher auch nicht. Eigentlich nicht, aber das müsste doch eigentlich klappen. Oh Mann. Wie soll ich dich denn stumm stellen? Weiß ich gar nicht, aber die Probleme hatten wir auf dem Hauptaccount auch nicht. Nee. Weil wir doch auch immer Ultimate Team gegeneinander gespielt haben. Und da haben wir uns doch auch gegenseitig stumm geschaltet. Und deswegen hat es, glaube ich, funktioniert. Ja, aber das kannst du hier, glaube ich, nicht. Wobei, ich höre dich ja auch nicht doppelt. Ich weiß ja auch nicht, was da los ist. Also nur Probleme immer. Aber wir kriegen das wohl gleich hin. Ja. Hättest durchspielen müssen, oder? Oh, Messi, Messi, Messi. Oh. Ach, jetzt legt er sich den Ball da zu weit vor. Bei mir leckt's aber auch, ne? Bei mir nicht. Na komm, jetzt müssen wir erstmal wieder hier unser Spiel finden. Schade. War einfach mal ein Schussversuch hier. Aber wenigstens können wir jetzt schon mal zusammenspielen. Und Aufnahmen und so funktioniert ja auch alles. Perfekt. Boah, schön. Boah, schade. Ah, kacke, ey. Das war aber knapp. Aber schön gespielt. Ja. War, glaube ich, ziemlich knapp. Ja. Ja, du weißt ja, in der Abwehr müssen wir uns sehr konzentrieren, da sind wir jetzt nicht so die Pros. Ja, weil ich auch die Abwehr zum Beispiel von Barca auch nicht so megamäßig mag. Ja gut, das hat ja aber damit nichts zu tun. Wir können es ja trotzdem noch nicht so. Ja, aber dafür stimmt. Spielen wir ja, ne? Na. Oh nein! Oh, schön! Was macht der immer? Jawohl! Jawohl! Aber ich hab dich doch perfekt wieder mal gesehen da in der Mitte. ...gemacht. Und das war diesmal sogar gut, dass Neymar sich den so weit vorgelegt hat, weil sonst hätte ich den Ball, glaub ich, verloren. Ich versteh dich nicht. Halt's Maul, du Idiot. Wieso hörst du mich nicht? Oh, die kleinen Kinder wieder, bitte. Hörst du mich jetzt wieder? Ja, die schreien ja nur rum. Hey, ich höre gar keine Kinder. Ja, du hörst die wieder nicht und ich höre sie, oder was? Das ist ja auch wieder scheiße. Ich guck gleich mal in meinem Einstellung, was ich eingestellt habe. Vielleicht habe ich irgendwas eingestellt da.
dass bei mir besser läuft alles. Ey! Was pfeift er denn jetzt? Keine Ahnung. Sind da denn wieder so kleine Kinder, die rumschreien oder was die ganze Zeit? Warum leckt es denn bei mir so? Spielst du über WLAN oder über was? Nee, nee. So. Also bei mir läuft alles perfekt. Wow. Raus damit. Weg, weg, weg. Ja, schön. Oh! Was? Oh! Was war das denn? Ich weiß es nicht. Ich habe schon vorher wieder auf Schießen gedrückt, ey. Und er macht ihn einfach nicht. Ja, komm, egal. Die haben wir auf jeden Fall im Griff. Ja, dann war es jetzt auch nicht schlimm, dass er den nicht reingemacht hat. Ja, jetzt schreien sie wieder rum hier. Also bei mir überhaupt nicht. Ja, Buta, Buta, alles klar. Ich wollte die auch gerne mal hören. Ja, irgendwelche Spanier. Achso. Und die spielen mit einem deutschen Team und wir mit einem spanischen, ist klar. Ja, sehr schön. Aber wir spielen gerade gut. Ja, ich wollte gerade sagen, es läuft doch im Moment. Und das gegen Bayern, was auch nie unser Lieblingsgegner ist. Oh, Messi startet. Kriegt er noch. Was war das denn? Willst du mal Strafraumgrenze dann nicht? Oder so. Ah, oh, genau. Schade. Piqué ist so stark, ne? Ja, jetzt müssen wir aufpassen. Sehr schön gemacht. Mitte vielleicht mal passen? Rückraum? Ah, ich hab... passen müssen. Ich hab grad, ja, hab ich doch, Mann. Hat er wieder nicht übernommen. Na, scheiße. Ich sag ja, bei mir leckt's. Das dauert ewig, Alter, bis er hier was annimmt. Hier schon wieder. Vielleicht ist es ja im nächsten Spiel besser. Hoffe ich mal. Was macht der denn da? Aber wir fielen trotzdem 2-0, also was soll's. Oh, Piqué, das war aber schwach. Messi, das Kopfballbiest. Das macht gerade auch Spaß. Ja, wo wir noch ein bisschen mehr kombinieren könnten eigentlich. Das stimmt, also mehr jetzt über Tiki-Taka hier. Oh, schön. Abwehr gelingt uns gerade eigentlich auch sehr gut. Ja, da waren wir mal deutlich schlechter schon. Oh, schönes Ding. Hey. Ja, das war natürlich kacke jetzt. Hätte ich vielleicht nicht... Oh, scheiße. Fuck. Ja. Hätte ich vielleicht gerade nicht unbedingt in die kurze Ecke schießen müssen. Aber das liegt auch daran, dass wirklich Neuer so ein richtig starker Keeper auch in FIFA ist. Na ja, klar. Also was da der Held ist, unglaublich. Aber hätte ich wirklich gerade mal in die, gegen die Laufrichtung schießen sollen. Ach, schade. Also ich bin heute hier im Spiel der, der immer die großen Chancen liegen lässt. Sonst würde es hier schon 4-0 oder so stehen. Schön. Oh mein Gott, wie kommt der da noch dran? Alter.
Aber Alexis ist stärker als Petro, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn ich mal bei FIFA am Anfang Petro in Form gezogen habe. Okay. Und ich hatte hier auch schon Alaba in Form gezogen. Aber das war alles am Anfang, als ich noch an einem Tag, das war mein Geburtstag, so viel Packlack hatte und in jedem Pack einen Spieler fast über 10k gezogen habe. War ja ein paar Tage nach Release. Okay. Deswegen, das ist natürlich nice. Ich werde das jetzt wirklich jedes Jahr so machen, dass ich an meinem Geburtstag ein Pack-Opening mache. Wenn es auch nur für 20 Euro ist, wie im vergangenen Jahr. Und mit 20 Euro habe ich da ja auch 400k rausgeholt, was auch richtig krass war. Und das werde ich einfach dieses Jahr wieder machen, weil anscheinend habe ich ja an meinem Geburtstag immer massives Pack-Luck. So, was macht er denn jetzt da? Keine Ahnung, sie werden jetzt die ganze Zeit Pause drücken, um uns aufzuregen, schätze ich. Könnte passieren. Werden sie aber nicht, sie werden uns nicht aufregen. Wir führen 2-0. Alles perfekt hier. Wir müssen auf jeden Fall gleich mal gucken. Oder ich muss mal gucken, wie ich, ob ich irgendwas einstellen kann hier, dass ich nicht doppelt höre. Müsst du irgendwie... Ey, Freunde. Freunde. Oder hast du jetzt hier auf Start gedrückt? Nee. Kann ich doch gar nicht. Die haben doch den Ball. Stimmt. So, was kann man nebenbei erzählen? Wie oft darf man eigentlich auf Pause drücken? Ich glaube 5-mal oder so, ne? Ne, 3-mal, glaube ich, pro Halbzeit. Ah, Verbindung. Ja, und tschüss. Und da haben wir den ersten Sieg hoffentlich oder auch nicht. Ja, doch, da ist er, der erste Sieg. Perfekt. Yay. Dann werde ich mal wieder Barca auswählen. Und das war es dann auch schon von dieser Folge. War jetzt nur eine kürzere Folge, beziehungsweise sind wir jetzt hier bei knapp 12, 13 Minuten. Aber in der nächsten Folge seht ihr hoffentlich ein ganzes Spiel. Außer die Gegner brechen wieder ab, dann werden wir einfach noch eine Partie ranhängen. Aber das soll es erstmal für die erste Episode gewesen sein. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und schreibt doch mal in die Kommentare Teams, die ihr in nächster Zeit mal von uns sehen wollt, mit denen wir mal ein bisschen spielen. Und ja, das war's von mir und das Schlusswort hat jetzt mal der Top-Hart. Yo, haut da rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Gut, ciao.